das wollte ich als Kind werden. Als Kind wollte ich, also als ganz kleines Kind wollte ich mal Müllmann werden, weil man sich da so toll an den Müllwagen ranhängen kann. Und dann aber als Teenager auf jeden Fall auch Politikerin. Der beste Rat meiner Mutter. Der beste Rat meiner Mutter war, mir damals zu sagen, dass ich wirklich alles werden kann. Also es gibt keine Grenzen. Ihr Motto war immer, du kannst alles schaffen. Und das hat, glaube ich, mir in meinem Leben auf jeden Fall sehr viel gebracht. Ich habe unterschätzte Talente als... Ich habe einen ganz tollen Partytrick, und zwar kann ich fast jeden Songtext von den meisten Liedern, die mal irgendwann in den Charts waren, auswendig. Oder zumindest nach einem Mal hören kann ich fast mitgrölen. Also das ist immer sehr beliebt. Meine heimliche Schwäche. Meine Schwäche ist, dass ich gerade bei privaten Treffen häufig unpünktlich bin. Also leider fällt es mir da schwer, die gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Mein Vorbild. Mein Vorbild ist natürlich meine Mutter, weil sie ist eine ganz starke, tolle Frau. Aber ich muss sagen, jetzt, ich finde zum Beispiel so Frauen wie Tupoka Ogette, die einfach tolle aktivistische Arbeit leisten und wirklich mutig vorangehen und sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, ganz toll. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Zusammen können wir alles schaffen. Ich glaube an die Macht von einem Team und ich glaube daran, dass gemeinsam alles einfacher ist und besser und schneller und höher und weiter. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Zu viele traurige Lieder würde ich ungern hören. Ich glaube, ich würde sogar am liebsten am Walking on Sunshine oder ein eher beschwingte, schöne, freudige Lieder hören. Und viel Lachen würde ich gern hören.